Wir rechnen jetzt zwei Beispiele zur einfachen Verzinsung in der Finanzmathematik. Dabei geht es in der ersten Aufgabe um vier Zahlungen, 1, 2, 3, 4 Stück an unterschiedlichen Terminen. Damit man die Aufgabe besser einschätzen kann, ist es immer sinnvoll, sich einen sogenannten Zeitstrahl zu machen. Habe das hier schon mal vorbereitet, an dem man sich die Daten einträgt. Das heißt hier zum Beispiel möglichst in vernünftiger Reihenfolge, 20.03., 6.04. Datum wissen wir nicht genau und 5.06. Und wir sollen am 30.06. abrechnen. Das ist hier noch die Zahlung, die hier im Text steht. Das heißt, wir haben also fünf Zeitpunkte. Fünf Mal kennen wir einen Betrag und die können wir uns auch nochmal dran schreiben. Also am 20.01. die 74.720. Dann haben wir 161.600. Hier haben wir 41.600. 150.400. Und wir wissen, hier am Schluss sind auf dem Konto 431.680 Euro. So, was bedeutet das letztendlich? Das bedeutet, dass ein klein wenig Zeit vergangen ist. Es wurden Zinsen gezahlt. Hier P sind 4,5%. Das entspricht einem I, also einer Zinszahl. Das ist P durch 100 von 0,45. Mit dem I kann man immer etwas besser rechnen. In der einfachen Verzinsung ist es aber egal, welche von beiden Sie benutzen. Dann brauchen wir für die Formel der einfachen Verzinsung, wir haben ja nur Kn ist gleich K0 mal 1 plus. Dann haben wir, können I nehmen oder P durch 100, das ist egal. I mal Anzahl der Tage durch 360. Das heißt, wir kennen jetzt fast alles, nur kennen wir die Anzahl der Tage nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt für jede einzelne Zahlung überlegen, wie lang dauert es, bis man an dem Zeitpunkt ist, vom 5.6. bis 30.6. Dabei gilt die Konvention. Für T, der Tag der Einzahlung wird nicht mitgezählt, sondern nur der Auszahlungstag. Also der Auszahlungstag schon. Also müssen wir jetzt hier die einzelnen T's kennen. T1, das T ist gesucht. Wir sollen ja alles auf einen Zeitpunkt bringen. Das heißt also, alle Zahlungen zu einem Zeitpunkt hin bewerten. Und da bietet sich in der einfachen Verzinsung als Stichtag immer der Tag der letzten Zahlung an. Der Stichtag ist der Vergleichstag. Also müssen wir jetzt die einzelnen Zeiträume kennen. Und dieses T hier, das ist unser gesuchter Wert am Schluss. Wir müssen jetzt also erstmal unsere vier Zahlungen auf dem 30.06. hin bewerten. Und dann
können wir weitermachen. Das heißt, wenn man sich das jetzt anschaut, T1 ist vom 5.6. bis 30.6. Es lässt sich recht leicht rechnen. Es sind 30 minus 5, also 25 Tage. Dann haben wir noch den Zeitraum T2 vom 6.4. bis zum 30.6. Da haben wir einmal die 30 Tage, die vollzählen vom Juni. Dann haben wir, denken Sie an die 30-Tage-Konvention für den Monat, 30 Tage für den Mai. Und wir haben noch 30 minus 6, ach je, 30 minus 6 Tage, das sind 24 für den April, also insgesamt 84 Tage. Analog für T3, da haben wir 10 Tage noch im März. Dann hätten wir noch die Tage für April und Mai. Das sind 2 mal 30 plus die natürlich 30 Tage im Juni. Kommen wir auf genau 100 Tage. So, jetzt müssen die einzelnen Zahlen verzinst werden. Also die einzelnen Beträge verzinst werden. Und zwar am besten einfach mal aufschreiben. Wir haben für die 150.000, mit denen haben wir ja eben angefangen, 400 zum Zeitpunkt 30, ist der 6. Da müssen wir also noch mit 1 plus 25 360stel mal 0,045 rechnen. Dann 161.600 mal entsprechend 1 plus 84 360stel mal 0,045 und als letztes die 74.720 mal 1 plus 100 durch 360 mal 0,045. Nennen wir das hier KN1, KN2, KN3. Alle auf den Stichtag 30.06. jetzt gerechnet. Das heißt, jetzt kann ich die Beträge von den 431.680 abziehen. Dazu muss ich sie natürlich erstmal ausrechnen. Hier bekommt man heraus 75.654. Bei dem nächsten, ach Quatsch, hier gibt es 75.654. Der hier ergibt, wie soll es denn weniger werden? Es muss ja mehr werden, 150.870. Und der mittlere Betrag steigt an auf 163.296,8. So, wenn man diese Beträge im Taschenrechner speichert, zum Beispiel unter A, B,
und C. Das machen Sie mit Shift. Dann nehmen Sie die Taste RCL bzw. STO. Also hier steht RCL und obendrauf steht STO für Storage. Und dann den Buchstaben, zum Beispiel A, dann können Sie die Werte speichern. Dann brauchen Sie nämlich im nächsten Schritt, wenn man wissen will, was ist denn jetzt für den Rest übrig, nur noch die 431.000 am Schluss, die wir haben, 31.680 minus A minus B minus C rechnen. Und dann kriegen Sie den Rest heraus, 41.859 2. Dieser Betrag entspricht unseren 41.600 verzinst. Das heißt, es gilt 41.000, das ist ja KN, 859,2 oder 20 sind 41.600 mal 1 plus T durch 360. T suchen wir ja die ganze Zeit, mal 0,045. Jetzt müssen wir nach T umstellen. Das heißt, wir teilen die 41.859,20 durch die 41.600. Dann ist es auf der anderen Seite. Dann haben wir hier stehen 1 plus dem Ausdruck in der Klammer. Das heißt, wir müssen noch die 1 auf die andere Seite bringen. Und dann haben wir da stehen T mal 0,045 durch 360. Das kann ich nämlich egal wie rum aufschreiben. Das heißt, ich muss nur noch durch diesen Ausdruck hier hinten dividieren. Aufpassen, dass Sie den ganzen Ausdruck nehmen. Also steht dann da auf der Seite durch diesen Ausdruck. Und dann kann man T ausrechnen. Und damit ergibt sich T zu 49,8 Tagen. 49,8 Tage haben wir nicht. Das sind ungefähr 50 Tage. Das heißt, die Einzahlung wiederum war am 10. Mai. Bei der nächsten Aufgabe geht es darum, zum einen, wie hoch ein Kapital am Ende einer Laufzeit ist und ein durchschnittlicher Zins ist zu ermitteln. Wir haben ein Kapital in Höhe von 22.000 Euro vom 3.1. bis zum 29.12. Das heißt, wenn wir das wieder am Zeitstrahl uns angucken, haben wir hier den 3.1. Hier hinten haben wir 29.12. Und wir haben ein Kapital von 22.000 Euro. Allerdings haben wir hier in dieser Aufgabe unterschiedliche Zinssätze. Am 19.05. ändert sich der Zinssatz. Dann am 2.09. nochmal. Das heißt, wir haben drei Perioden, einmal bis dahin, dann die nächste bis dahin und dann wieder eine bis dahin. Und zwar haben wir jetzt hier in der ersten einen Zinssatz von 8%. Dann haben wir einen Zinssatz von 10%. Und am Schluss haben wir einen Zinssatz von 4%. Bitte denken Sie daran, wenn Sie jetzt die einzelnen Zinsen für die einzelnen Perioden ausrechnen, dass bei der einfachen Verzinsung, also bei linearer Verzinsung, dass dort
alle Zinsen nicht mitverzinst werden, sondern sozusagen ins Kopfkissen gestopft werden. Das heißt, Sie müssen also einzeln ausrechnen, einmal brauchen Sie auch noch die Tage, also wie lang sind diese einzelnen Perioden. Hierfür ergibt sich, wenn man das ausrechnet, 136 Tage. Hier haben wir einen Zeitraum von 113 Tagen. Machen Sie es immer wieder so, dass Sie sich die Monate einfach ausrechnen. Und hier haben wir einen Zeitraum von 117 Tagen. Häufigster Fehler ist, dass man Tage doppelt zählt. Also passen Sie auf, dass Sie das nicht tun. Und dann kann man für die einzelnen Zinssätze und die einzelnen Zeiträume die Zinsen ausrechnen bzw. den Endbetrag. Wir haben damit also erstmal die 22.000, die wir mit einem Zinssatz von 8% verzinsen. Das heißt, wir haben unsere 22.000 beim Zinssatz von 8%, also I ist 0,08 mal 136.360. Das ist der erste Zinsanteil. Dann kommt der zweite Zinsanteil dazu. Das heißt, wir haben jetzt einen Zins von 10%, das ist 0,1 für 113 Tage. Also einem Anteil von 113.360. Und am Schluss haben wir einen Zinssatz von 4%, also 0,04. Und das Ganze 117 Tage lang durch 360. Und dann hätten wir unseren Gesamtbetrag. Wenn man den Taschenrechner bemüht, kommen wir auf 23.580,33 Bei der Art des Aufschreibens wird tatsächlich nicht weiter verzinst, denn hier wird der erste Zinsanteil plus dem nächsten Zinsanteil plus dem nächsten Zinsanteil gerechnet. Würde man zinseszinslich rechnen, müsste man multiplizieren. Dann sieht das Ganze gleich ein bisschen anders aus. Das folgt im nächsten Video. Was wir aber noch ausrechnen wollen, ist ein mittlerer Zins. Das heißt, wir wollen wissen, für den mittleren Zins wenn wir unsere 23.580,33 am Schluss haben, dann müsste die ja genau den 22.000 entsprechend mit den entsprechenden Zinsen versehen sein. Also wir haben hier irgendeinen Zinssatz I. Und den einmal 136 Tage, einmal 113 Tage und einmal 117 Tage lang verzinst. Jetzt müssen wir wieder auflösen. Das heißt, wir teilen unsere 23.580,33 durch 20.000. Dann haben wir hier nur noch die Klammer stehen. Das heißt, wir können jetzt wieder wie eben minus 1 rechnen. Dann bleibt der Rest da hinten stehen. Halt. I mal 136 plus, das könnten Sie natürlich auch irgendwann mal ausrechnen. 117 durch 360. Das heißt, ich bekomme jetzt wieder wie eben i heraus, indem ich durch diesen Ausdruck hier teile. Und wenn man das dann ausrechnet, folgt daraus, i ist 0,0726 und das entspricht einem P von 7,26%.